Zunächst mal sollte der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, die Gelegenheit haben, als Hausherr und Gastgeber heute Sie alle zu begrüßen. Wir können zwar stimmlich nicht mithalten, aber so schlimm wird es auch nicht, kann ich Ihnen versprechen. Ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass Sie heute Morgen alle bei uns sind, liebe Gäste. Ich hoffe, dass Sie die eine oder andere neue Facette an der Bundesbank entdecken und dabei auch noch Spaß haben. Also herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Weidmann, Sie kennen den Satz, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle an die Bundesbank. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht verändert. Nun wird die Geldpolitik nicht mehr hier im Hause gemacht, sondern ein paar Kilometer, glaube ich, weiter bei der Europäischen Zentralbank. Aber wenn die hier gemacht worden, noch weiter gemacht würde, wäre die Geldpolitik anders als bei der EZB? Sie wäre insofern sicherlich anders, als die Bundesbank seinerzeit Geldpolitik für Deutschland gemacht hat und wir im EZB-Rat Geldpolitik für den Euroraum als Ganzes machen. Und der Euroraum verhält sich eben wirtschaftlich, konjunkturell nicht so wie Deutschland alleine, sondern wir machen Geldpolitik für den Schnitt, für den Durchschnitt der Euroraumländer. Und das ist auch schon alleine ein Grund, warum sich die Geldpolitik unterscheiden würde. Aber auf der anderen Seite ist die EZB eben nach dem Vorbild der Bundesbank gestaltet. Also das institutionelle Gefüge ist unserem eigentlich ganz ähnlich. Das stimmt, aber Sie sagen, Sie müssen für sehr unterschiedlich starke Länder Geldpolitik machen. Es gibt den Satz, in Gefahr und größter Not ist der Mittelweg der Tod. Ist das so ganz spannungsfrei, wenn Sie da sitzen? Die Alternative, die Sie ja letztlich nahelegen, die funktioniert ja auch nicht. Wir dürfen ja keine oder könnten ja keine Geldpolitik für einzelne Länder machen. Stellen Sie sich vor, was da im Rest des Währungsraums los wäre. Nein, wir müssen Geldpolitik für den Durchschnitt des Euroraums machen. Und damit das wirklich funktioniert, diese einheitliche Geldpolitik in diesem Währungsraum, müssen die Länder eben auch ihre Hausaufgaben erfüllen. Das heißt, stabilitätsorientierte Finanzpolitik beispielsweise sicherstellen, aber auch dafür sorgen, dass die Länder wirtschaftlich einigermaßen konvergieren. Wenn man Umfragen traut, dann sieht man, dass die Mehrheit der Deutschen sich inzwischen an den Euro gewöhnt hat. Aber immer noch eine starke Minderheit nicht. Aber dass die Deutschen nicht immer happy sind mit dem, was da bei der EZB passiert. Also diese lang andauernde Niedrigzinspolitik zum Beispiel, ist, glaube ich, in unserem Land nicht sehr populär. Sind Sie ein Verteidiger dieser Politik? Zum einen muss man mal sagen, die hohen Zustimmungswerte, die wir derzeit sehen, die sind insofern verständlich, als den Deutschen wurde eines versprochen, nämlich der Euro würde so stabil sein, wie die D-Mark es war. Und wenn man das an den Inflationsraten misst, dann ist das durchaus der Fall. Die Inflationsrate im Schnitt der Zeit der Währungsunion ist ja sogar geringer als zu Zeiten der D-Mark. Allerdings sehen die Menschen eben auch, wie schwierig das ist, eine gemeinsame Geldpolitik für einen so heterogenen Währungsraum zu betreiben. Und die Geldpolitik musste auch in der Krise reagieren auf Entwicklungen, die keiner so vorhergesehen hat, einen starken wirtschaftlichen Einbruch, geringe Inflationsraten. Und da haben wir durchaus im EZB-Rat auch kontrovers über die einzelnen Instrumente diskutiert, die ja immer auch mit Wirkungen, aber auch mit Nebenwirkungen kommen. Und das abzuwägen ist nicht ganz einfach. Eigentlich war ja die Hoffnung, dass die Zentralbank so allmählich aus dieser Politik der niedrigen Zinsen aussteigen könnte. Sie werden sich Anfang Juni wieder treffen im EZB-Zentralbankrat. Kann man denn da eine Änderung der Zinspolitik oder der Geldpolitik erwarten? Oder ist dann jetzt, wo dann doch sich in einigen europäischen Ländern auch bei uns abzeichnet, dass die Konjunktur jetzt plötzlich nicht mehr so gut läuft, wie wir mal gedacht haben, dass es Risiken für die Wirtschaft gibt? Da kommen wir gleich noch drauf. Wird das noch so lange weitergehen? Ich glaube, der letzte Punkt, der trifft es eigentlich ganz gut. Die wirtschaftliche Entwicklung, die wir vorhersagen, gemeinschaftlich im EZB-Rat, die ist ja gar nicht so schlecht. Das ist letztlich eine Fortsetzung, allerdings bei etwas verminderten Wachstumsraten der positiven Wachstumsentwicklung. Und das heißt aber auch, dass der binnenwirtschaftliche Preisdruck, also das ist ja das, wonach wir uns richten, dass der weiterhin zunehmen wird. Wir haben aber jetzt die Situation, dass die Risiken, die diesen Ausblick umgeben, dass die besonders ausgeprägt sind. Und das sind zumeist politische Risiken, beispielsweise die Möglichkeit eines Handelskriegs mit den USA, die Brexit-Diskussion, das belastet alles den Ausblick und führt natürlich dazu,
dass wir Geldpolitik unter sehr hoher Unsicherheit machen müssen. Sind das die größten Risiken, die Sie gerade angesprochen haben? Also die Handelspolitik, die, ja, man muss sagen, die es von den USA ausgeht. Also der Krach wird da geschlagen und der Brexit? Na, es sind zwei ganz erhebliche Risiken, die auch auf dem Ausblick lasten, schon jetzt durch die hohe Unsicherheit, die mit ihnen einhergeht, aber die natürlich, wenn sie sich dann realisieren würden, nochmal einen herben Schlag bedeuten würden. Wir haben das auch mal ausgerechnet. Alleine die jetzt beschlossenen Handelsbarrieren zwischen den USA und China belasten die Wirtschaft in den USA und in China um 0,5 Prozentpunkt. Und das ist nicht unerheblich. Und gerade für die deutsche Volkswirtschaft, die ja sehr offen, sehr exportorientiert ist, wäre das ein Faktor, der schon belastend wirkt. Prognosen sind bekanntlich mit einer großen Unsicherheit behaftet, weil sie die Zukunft betreffen. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, genau. Aber Zentralbanken müssen trotzdem prognosefähig sein und ein bisschen in die Zukunft gucken. Denken Sie, dass der Rücktritt von Frau May in Großbritannien jetzt eher einen harten Brexit wahrscheinlich macht mit all den Verwerfungen? Oder macht er eher Neuwahlen und dann möglicherweise ein zweites Referendum und ein Verbleib Großbritanniens in der EU wahrscheinlich? Also Herr Krause, wir tun uns ja schon schwer, die Konjunktur zu prognostizieren auf 1-2 Jahre. Und das ist ja unser Kerngeschäft. Wenn ich jetzt anfangen würde, darüber zu spekulieren, was passiert, wenn politische Ereignisse eintreffen oder welche Folgen sich daraus ergeben, ich glaube, da begebe ich mich zu weit aufs Glatteis. Das überlasse ich Ihnen und den Kollegen Journalisten. Ja, ich glaube, dass bei Großbritannien macht keiner mehr Prognosen. Aber wenn Sie es schon nicht machen. Ja, wieso, wenn wir es schon? Sie haben ganze Apparate. Unser Eins steht da immer ganz alleine mit seiner Aber das ist ja der Punkt im Grunde. Das sind Ereignisse, die wir eben wirklich nicht prognostizieren können. Deswegen sprechen wir Ökonomen von exogenen Ereignissen, exogenen Schocks. Wir können sagen, wenn etwas eintrifft, was dann wirtschaftlich passiert, wenn man sozusagen dem traut, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben, was auch nicht immer wirklich ein guter Gradmesser ist. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Frage der Konjunktur, der wirtschaftlichen Entwicklung und wie die Zentralbank darauf reagieren kann. Normalerweise, wenn eine Konjunktur schwächelt, wenn eine Wirtschaft schwächelt, dann drückt das auf die Preise, das heißt, die Inflationsgefahr ist nicht mehr so groß. Und dann senkt eine Zentralbank die Zinsen und hilft damit dann auch, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Nun sind die Zinsen aber schon ganz unten. Was haben Sie denn noch im Köcher für den Fall, dass wir in wirtschaftliche Probleme geraten? Na, ich würde die Konjunktur jetzt nicht schlecht reden, ehrlich gesagt. Also das eine ist ja die Richtung, die Sie schon korrekt beschrieben haben. Das andere ist das Niveau, über das wir reden. Und wir sollten schon uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass beispielsweise in Deutschland wir derzeit den zweitlängsten Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegsgeschichte erleben. Wenn es noch ein bisschen dauert, dann wird es der längste werden. Und die Situation im Euroraum sieht auch nicht so viel schlechter aus. Und das heißt für uns Notenbanken, dass die Auslastung der Kapazitäten, dass die weiterhin hoch bleiben wird. Das ist jedenfalls unsere Basislinie, unser Szenario, auf das wir die Entscheidungen basieren. Und damit steigt dann auch der Preisdruck. Das ist also keine Situation, in der die Preise zurückgehen und wir jetzt darauf reagieren müssten. Aber Sie haben schon recht, die Diskussion um den geldpolitischen Handlungsspielraum, die stellt sich natürlich im Moment. Aber da würde ich auf die Fantasie und den Erfindungsreichtum der Geldpolitiker vertrauen. Das ist ein großes Wort. Ich würde da doch trotzdem noch mal nachhaken wollen. Das habe ich befürchtet, eigentlich sagen doch Ökonomen, dass jeder Aufschwung irgendwann mal zu Ende geht und der Umstand, dass unser Aufschwung jetzt schon so lange dauert, ist doch eigentlich eher noch ein Argument dafür, dass er bald zu Ende gehen könnte. Und dann muss doch die Bank irgendwie noch nachfeuern können, oder nicht? Naja, also das ist schon mal eine richtige Aussage. Und einer der kreativen Leute sind doch Sie, die dann den Einfallsreichtum haben müssen. Also jeder Aufschwung geht irgendwann zu Ende, soweit richtig? Haben Sie recht. Okay, fein. Interessanterweise Danke. Haben wir auch festgestellt, wir haben uns mal historisch die verschiedenen Aufschwungphasen angeschaut. Das Interessante ist, wenn Sie heute prognostizieren wollen, wie lange der Aufschwung oder ob der Aufschwung morgen noch anhält, ist das unabhängig davon, wie lange er schon gedauert hat. Meistens sterben Aufschwünge, wenn Sie so wollen, eher an politischen Ereignissen, an falscher Politik, an exogenen Schocks, Ölpreisschocks und anderem. Also insofern kann das noch eine Weile gehen, aber Sie haben recht, wir müssen schon darüber nachdenken, wie wir reagieren können, aber das tue ich dann nicht hier öffentlich.
Schauen Sie mal, Sie haben das Publikum auf Ihrer Seite. Sie lassen mich im Stich, meine Damen und Herren. Das sind offenbar alles Bundesbanker. Ich habe gesagt, Sie sind der Präsident der Bundesbank, aber Sie sind auch im Zentralbankrat der EZB und treffen dort die Entscheidungen mit. Wie ist das eigentlich? Wirken Sie da eher mit dem Gedankengut der Bundesbank in den europäischen Raum hinein? Oder sind Sie manchmal auch der Botschafter des europäischen, der EZB in den deutschen Raum hinein? Nee. Oder beides? Ich weiß es nicht, aber mit welchen Anteilen? Am Ende natürlich beides. Ja. Natürlich entscheiden wir alle gemeinsam über die Geldpolitik, aber jeder bringt natürlich auch seinen Hintergrund mit. Also das ist zum einen die Datenlage. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob Sie aus einer Volkswirtschaft kommen, in der die Wirtschaft brummt, oder auf dem Weg zur Arbeit an Heerscharen von Arbeitslosen vorbeikommen. Natürlich beeinflusst Sie das in der Diskussion. Aber auch der historische Kontext, der institutionelle Kontext, aus dem Sie kommen, hat sicherlich auch einen Einfluss auf die Art, wie Sie diskutieren. Und ich sehe auch schon meine Aufgabe darin, die Stabilitätskultur der Bundesbank in die Diskussion einzubringen. Aber das heißt ja nicht, dass man die Entscheidungen, die Politik der Notenbank nicht auch im Inland vermitteln muss. Und insofern geht das in beide Richtungen. Aber es ist noch komplizierter, Herr Krause. Ich habe ja ganz verschiedene Hüte an. Ich bin auch Chef einer deutschen Behörde, wenn Sie so wollen, einer obersten Bundesbehörde. Da habe ich dann auch wieder eine andere Funktion. Und insofern ist es halt komplex. Ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, dass die Deutschen mit der EZB auch dann gefremdet haben, wenn sie da gearbeitet haben. Aus keinem Land sind so viele führende Mitglieder der EZB zurückgetreten, zweimal Direktoriumsmitglieder. Ja, so viele waren es ja jetzt auch nicht. Ja gut, aber aus anderen Ländern gar keiner. Ne? Ja. Einer wollte dort nicht dorthin wechseln, hat dann ihr Vorgänger hat deswegen den Job der Bundesbank bei der Bundesbank aufgegeben. Und ich meine, mindestens so vor 2 Jahren, so in der Hochzeit, und vorher in der Hochzeit der Krise konnte man auch in den Zeitungen lesen, dass Sie im Zentralbankrat der EZB in manchen Fragen, wenn nicht allein, dann doch in einer sehr krassen Minderheit waren. Hat sich das geändert im Laufe jetzt der letzten Jahre? Ja, die Diskussion hat sich einfach geändert. Also zum einen würde ich den Eindruck zurechtrücken wollen, dass jetzt Heerscharen von Deutschen zurücktreten. Naja, stark. Naja, also wir reden über Einzelfälle und ich glaube, der Hintergrund ist auch jedes Mal ein anderer gewesen. Und insofern glaube ich, das jetzt als Ausdruck zu nehmen einer generellen Ablehnung der europäischen Institutionen, EZB oder der Politik, ist vielleicht nicht so differenziert, wie es die Entscheidungen dann auch letztlich verlangen würden. Aber Sie haben schon recht, es ist sicherlich... Ich meine, wir haben den Fakt, dass die Deutschen besonders interessiert sind an der Geldpolitik, dass sie auch die Historie einer sehr erfolgreichen Geldpolitik haben und insofern eine sehr stabilitätsorientierte Bevölkerung sind und dass die sich für Geldpolitik interessieren, ist zunächst mal was Gutes. Und dass man sich da manchmal reibt, dass man dann auch diskutiert, finde ich jetzt per se nicht schlecht. Und das läuft im EZB-Rat im Grunde ganz ähnlich. Also ich finde es gut, dass wir auch manchmal unterschiedliche Meinungen haben, weil sonst bräuchten wir erst gar nicht hingehen, dann könnte ja auch einer entscheiden. Und am Ende führt das auch zu besseren Entscheidungen nach meinem Dafürhalten. Und das ist im Moment nicht mehr so ausgeprägt, da haben Sie auch recht, weil die Diskussionen auch andere sind. In der Krise musste die Notenbank Maßnahmen ergreifen, die wir Notenbanker vornehmen als unkonventionell bezeichnet haben. Das heißt aber nichts anderes, als dass diese Maßnahmen uns in den Grenzbereich des Mandats geführt haben, die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik verwischt haben und auch mit sehr viel stärkeren Nebenwirkungen verbunden waren, als das die konventionelle Politik ist. Und dass man da kontroverser darüber diskutiert, dass man da auch stärker Bedenken hat, dass man auch darauf hinweist, dass mit diesen Maßnahmen Nebenwirkungen verbunden sind, beispielsweise Anreize für solide Politik untergraben werden können. Das halte ich für vernünftig und für richtig. Und diese Diskussion hat ja auch dazu geführt, dass die zweite Runde oder die dritte Runde, wenn Sie so wollen, an Programmen anders ausgestaltet worden ist. Also das letzte Staatsanleihenkaufprogramm sieht ja ganz anders aus als das erste, ist eben nicht verbunden mit einer Umverteilung von staatlichen Haftungsrisiken. Und insofern führt diese Diskussion auch
zu veränderten Ergebnissen. Dann bleiben wir mal bei den Staatsanleihenkäufen. Das Stichwort ist gut. Eigentlich darf die EZB gar keine Staatsanleihen kaufen. Es ist das Verbot, Staaten zu finanzieren. Das heißt, ein Staat kann seine Anleihen nicht direkt bei einer Zentralbank platzieren. Aber was ist der Unterschied, wenn diese Anleihen da vielleicht nur ganz kurze Zeit bei einer normalen Geschäftsbank gelegen haben und das Zentralbanksystem sie dann kauft? Ich würde sagen, woanders würde man das einen Umgehungstatbestand nennen. Also wirtschaftlich ist es doch das Gleiche, oder nicht? Nein, nicht ganz, weil sie erstmal einen Markttest bestehen müssen. Es zeigt sich eben in dieser Konstellation ein Marktpreis, der sich bei direkten Käufen nicht zeigen würde. Das heißt, der Markt bildet einen Preis und eine Einschätzung darüber, wie riskant diese Anleihen sind. Natürlich haben die dann anschließenden Käufe auch einen Einfluss auf diesen Marktpreis, sonst würden wir sie ja gar nicht durchführen. Auf der anderen Seite gibt es viele kluge Juristen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, beim Verfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof. Und die haben jedes Mal festgestellt, dass diese Programme eben nicht gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstoßen. Insofern traue ich mir da jetzt kein anderes juristisches Urteil zu. Ich habe auch nie juristisch argumentiert. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass für das Funktionieren der Währungsunion es wichtig ist, dass die Preise für Staatsanleihen oder, wenn Sie so wollen, die Verzinsung der Staatsanleihen auch das Ausfallrisiko der entsprechenden Anleihen, das Kreditrisiko, wenn Sie so wollen, reflektiert, weil das natürlich dazu führt, dass gute Finanzpolitik belohnt wird und schlechte bestraft wird. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus für das Funktionieren der Währungsunion, die ja ganz besonders ist, weil wir nur eine einheitliche Geldpolitik haben, aber 19 unabhängige nationale Finanzpolitiken. Und damit da was Vernünftiges rauskommt und da nicht der eine über die Stränge schlägt und die anderen das finanzieren müssen, ist diese Haushaltsdisziplin so wichtig. Das Land, auf das wir im Moment mit der größten Sorge blicken, ist Italien, wo die Regierung die Verschuldung, die eh schon die zweithöchste ist in der EU nach Griechenland, immer weiter in die Höhe treibt und wo zumindest fachkundige Leute der italienischen Szene sagen, es wird nicht ausgeschlossen, dass eines Tages der italienische Staat seine Zahlungsunfähigkeit erklärt, wenn die Zinsen wieder steigen, weil er dann einfach seine Schulden nicht mehr bedienen kann. Nun liegen aber viele italienische Staatsanleihen inzwischen bei der Europäischen Zentralbank. Liegen die eigentlich auch bei der Bundesbank? Sie liegen ja nicht bei der Europäischen Zentralbank, sie liegen eben bei der Banca d'Italia. Das ist ja der wesentliche Unterschied zu den vorangegangenen Programmen. Und insofern, wenn Sie an dem Spielchen beteilige ich mich eigentlich nicht, da was durchzudeklinieren, was ich für höchst spekulativ halte. Aber der Mechanismus zeigt ja schon, dass, wenn das dann passiert, was Sie da angedeutet haben, dass der Staat letztlich gegen sich selbst defaultet, wenn man das ein bisschen Anglizismus ausdrückt. Wir halten nur Anleihen oder im Wesentlichen nur Anleihen Deutschlands, die Franzosen Frankreichs, die Italiener halten Anleihen des italienischen Staates. Insofern ist diese Haftungsumverteilung, die Sie da ansprechen, die ist eben gerade beim letzten Programm ausgeschlossen. Also das heißt, Sie müssen keine Sorge haben, dass Sie hier irgendwas abschreiben müssen. Mir macht die Entwicklung trotzdem Sorge. Natürlich ist für die Stabilität der Währungsunion ein Thema, inwieweit sich die einzelnen Länder zu einer Politik verpflichten, die eben stabilitätsorientiert ist. Das ist ja gerade die Krux bei der Währungsunion. Wir sind in der Verantwortung, den Bürgern Preisstabilität zu liefern. Aber dieses Versprechen können wir nur dann einlösen, wenn sich auch die einzelnen Länder stabilitätsbewusst verhalten. Deswegen gibt es die Fiskalregeln beispielsweise, deswegen gibt es auch das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Also die Verantwortung, dass dieses Konstrukt funktioniert, die liegt nicht nur bei der Europäischen Notenbank. Wenn man der öffentlichen Diskussion manchmal folgt, könnte man den Eindruck bekommen, das wäre so. Ist aber nicht so. Jeder einzelne Staat steht in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er auch Teil dieses Clubs sein darf, kann und dass das Ganze funktioniert. Sowohl Mario Draghi, der jetzige EZB-Präsident, wie sein Vorgänger Jean-Claude Trichet haben immer gesagt, die Zentralbank kann mit ihrer Politik den Regierungen ein bisschen Zeit verschaffen,
für die notwendigen Maßnahmen, aber die müssen dann das tun, was Sie auch eben gerade gesagt haben, nämlich die eigenen Anstrengungen vornehmen. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Regierung in Europa die Zeit, die Ihnen von der Zentralbank verschafft worden ist, genutzt haben? Ja, ich habe mir diesen Schuh, den Sie mir da vor die Tür stellen, ja nie angezogen. Also ich finde eben nicht, dass es unsere Aufgabe ist, der Politik Zeit zu verschaffen, auch weil... Aber das, beide haben das gesagt, ne? Jean-Claude Trichet hat das gesagt, Draghi auch. Das weiß ich nicht, das kommentiere ich auch nicht, aber wenn Sie sich einmal auf diese Logik einlassen, dann ist es nicht so einfach, sich daraus zu befreien, weil wer einmal Zeit gekauft hat, warum sollte der das zweite Mal oder das dritte Mal nicht machen? Und da ist man dann genau bei der Thematik, ob die Anreize richtig gesetzt sind. Deswegen sage ich ja, es steht in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass das Ganze funktioniert. Mhm. Dann können wir auch unsere Aufgabe besser erfüllen. Weil die Erfahrung zeigt ja, dass Politik oft erst dann reagiert, wenn die Lage schon schmerzt. Also Leiden sind ein wesentlicher Grund, auch bei Menschen allgemein, Dinge zu verändern. Und wenn man ewig die Zinsen niedrig hat, ist das Leiden, der Leidensdruck, sagen wir mal, für eine Regierung wie in Italien nicht sehr groß. Naja, und deswegen sollten zumindest die Zinsen ja die Kreditwürdigkeit eines Staates angemessen widerspiegeln. Das ist ja eine wichtige Lehre aus der Krise, dass die Risiken nicht richtig bepreist waren und das sozusagen zur Krise geführt hat. Das muss auch für Staatsanleihen gelten. Die Bundesbank wirbt ja schon seit langem auch für die Entprivilegierung von Staatsanleihen, die ja im Gegensatz zu anderen Krediten eben nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssen bei den Banken. Auch das ist ein Thema, was adressiert werden sollte. Und insofern bin ich da ganz bei Ihnen. Ich würde noch mal auf die niedrigen Zinsen kommen. Die Zentralbanken, auch die Bundesbank, haben ja manchmal widersprechende Ziele. Die niedrigen Zinsen, sind auch Bankenaufsicht, Sie zum Beispiel. Und wir wissen, dass die niedrigen Zinsen für viele deutsche Banken auch das Geschäft sehr erschwert haben, weil die Banken davon gelebt haben, wenn sie Geld ausleihen und Geld einnehmen, dass von der Zinsdifferenz etc. Und das klappt bei den niedrigen Zinsen nicht mehr so gut. Sie sind auch dafür, Immobilienblasen, falsche Entwicklungen zu vermeiden. Umgekehrt, die niedrigen Zinsen befördern eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir schon eine Immobilienblase haben, aber zumindest steigen die Preise verdammt schnell auf diesem Sektor, anders als bei der übrigen Inflation. Wie geht man mit solchen Zielkonflikten um? Ja, die Geldpolitik sollte ein möglichst eindeutiges Ziel haben und dieses Ziel auch unabhängig erfüllen können. Also wenn wir jetzt anfangen, die Geldpolitik mit Zielen zu überfrachten, und das muss ja nicht nur die Finanzstabilität sein, ich glaube, der Politik fallen viele andere schöne Ziele ein, die die Geldpolitik mit ihren tiefen Taschen noch erfüllen könnte, dann enden wir am Ende des Tages in der Beliebigkeit. Dann weiß nämlich kein Mensch mehr, ob wir das Ziel, das wir ankündigen, auch erreichen oder nicht. Also das ist die erste Stufe sozusagen der Antwort. Auf der anderen Seite haben Sie aber insofern recht, als viele dieser Entwicklungen, die Sie beschrieben haben, am Ende des Tages auch wieder Auswirkungen haben auf die Preisstabilität. Das haben wir in der Krise gesehen, dass auch das Platzen einer Blase uns unsere Arbeit schwerer machen kann und zu sehr niedrigen Inflationsraten führt. Und insofern können wir auch nicht einfach an der Seitenlinie stehen und zuschauen, was passiert, sondern wir sollten, wenn es Auswirkungen auf die Preisstabilität hat, durchaus berücksichtigen, beispielsweise Finanzmarktentwicklungen. Und in der EZB-Strategie ist das ja im Prinzip auch angelegt. Wir haben ja die sogenannte Zwei-Säulen-Strategie mit der realwirtschaftlichen und mit der monetären Säule. Und die Idee hinter der monetären Säule ist genau das, dass es eben auch auf Finanzmärkten im monetären Bereich Entwicklungen gibt, die Prognoseeigenschaften haben, die letztlich die Preisentwicklung voraussagen. Ich habe vorhin gesagt, dass eine Mehrheit der Deutschen sich inzwischen mit dem Euro und mit der EZB so einigermaßen arrangiert hat, aber nicht so ganz zufrieden ist, und eine Minderheit hat das eben immer auch noch nicht getan. Ich habe gerade in letzter Zeit auch im europäischen Ausland öfters gehört, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn mal ein Deutscher an der Spitze der EZB stehen würde, damit die Deutschen sich mit dieser Bank versöhnen. Ist das eine These, der Sie zustimmen können? Ach Gottchen, es gibt so viele Thesen in Sie der merken, Diskussion. Ich komme durch eine ganz andere Hintertür heute als gestern. Aber, aber Sie kriegen mich nicht dazu, diese Frage jetzt, die Sie eigentlich stellen. Ja, aber es war ganz abstrakt gesprochen. Ich meine, wäre es nicht gut, wenn nach einem Franzosen und einem Italiener
und einem halben Holländer, das war ja bei Wim Duisenberg nur eine sehr kurze Amtszeit, wenn dann, also ich meine, es ist ja nicht mein Satz, sondern der kommt aus dem europäischen Ausland. Nee, ich verstehe das schon. Also was sicherlich schlecht wäre, wenn der Eindruck entstünde, dass es bestimmte Nationalitäten gibt, die von der EZB-Präsidentschaft grundsätzlich ausgeschlossen sind. Also ich glaube, das ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich Akzeptanz zu erreichen. Mensch, Sie waren doch gar nicht im Außenministerium, Sie waren doch im Kanzleramt. Das war doch aber auch als Geldpolitiker lernt man ja so zu sprechen, dass einen keiner versteht. Ja, aber auch das hat man verstanden. Nein, aber Sie wissen das ja. Ich meine, Sie lesen auch Zeitungen. Es wird gerade in den letzten Tagen verstärkt darüber spekuliert, dass Sie zur EZB möglicherweise wechseln könnten. Ich weiß, bewerben tut man sich dafür nicht. Aber also wir haben immer gesagt, man schläft dann bei offenem Fenster, damit man den Ruf aus Hollywood nicht überhört. Ich weiß nicht, woher da der Ruf kommt. Welche Rolle hätten Sie denn gespielt, Herr Krause, in Hollywood? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, als Schauspieler bin ich schlecht. Aber ich meine, haben Sie denn die Ohren offen? Naja, ich habe ja auch schon bei anderer Gelegenheit gesagt, wenn man im EZB-Rat sitzt und Geldpolitik macht, dann muss man auch die Bereitschaft haben, dass mit einer anderen Position, wir sitzen ja da nicht, um zuzuschauen, wie andere Entscheidungen treffen, sondern wir wollen mitwirken und wir wollen auch Dinge beeinflussen. Das gilt jetzt nicht alleine für mich, das gilt meines Erachtens oder müsste eigentlich gelten für alle Mitglieder des EZB-Rats. Ja, insofern gehe ich davon aus, dass jeder im EZB-Rat die Bereitschaft hat, auch Verantwortung zu übernehmen. Und der Rest ist ohnehin so eine hochpolitische Entscheidung, die von so vielen Faktoren abhängt, die mit der Geldpolitik überhaupt nichts zu tun haben, sodass man halt hoffen kann, dass die fachliche Qualifikation am Ende gegeben ist. Und das wäre doch schon mal was. Also wir haben das gestern schon mal gesagt. Also wenn das Ergebnis der Europawahl heute wäre, dass ein deutscher Präsident der EU-Kommission würde, dann würde mit Sicherheit kein deutscher Präsident der EZB werden. Nicht beide Posten kriegt nicht ein Land. Das ist in Europa so. Das ist eine politische Entscheidung. Also es wäre also der so. Also Kommissionspräsident ist ja auch ein schönes Amt und ist auch ein wichtiges Amt. Ja. Also ich bin da ganz gelassen, wie Sie sehen. Also wenn Sie heute noch wählen gehen, dann können Sie sich ja überlegen, was dieser Aspekt vielleicht für eine Bedeutung für Sie hat. Dann, jetzt habe ich jetzt auch zurückhaltender ausgedrückt als gestern. Sie lernen auch, Herr Krause, ich merke das immer, schon. Immer noch, es hört wirklich nie auf. Hätte eigentlich die EZB in den letzten Jahren eine andere Politik gemacht, wenn ein deutscher Präsident gewesen wäre? Oder ist die Politik der EZB nicht dann doch am Ende vom Zentralbankrat bestimmt und der Präsident ist nur das Gesicht der Bank? Ja, natürlich wird die Geldpolitik gemeinschaftlich entschieden und insofern ist das immer eine Teamleistung, wenn Sie so wollen, oder eine Entscheidung einer Gruppe. Aber dass der Präsident eine herausgehobene Rolle hat, ist doch auch klar. Prima. Sie haben schon gewählt? Ich habe schon gewählt, ich frage Sie jetzt nicht, wie. Das hoffe ich, ja. Ich hätte es Ihnen auch nicht beantwortet. Ich hoffe, Sie haben gezeigt, dass Sie mit Interessenkonflikten gut umgehen können. Herr Weidmann, ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Schon am Ende. Also, prima. Und Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns nachher ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vorstandsmitgliedern der Bundesbank. Applaus